Ja, wir machen heute ein kleines Video, wie ihr seht, zum 335 IN54. Und zwar haben wir hier diese Dichtung, die sitzt am Ölfiltergehäuse und die ist oftmals leider undicht. Deswegen hat das Fahrzeug dort einen leichten Ölverlust. Wir nehmen euch jetzt mit zum Zerlegen vom Fahrzeug. Und zwar als allererstes müsst ihr hier die Ansaugung zum Luftfilterkasten wegbauen. Da haben wir einen Torx 20. Den nehmen wir jetzt einfach komplett live mit. Das sind zwei Schrauben, einmal hier links, einmal hier rechts. Wenn die Schrauben draußen sind, dann könnt ihr die Zuleitung rausnehmen. Mehr oder minder steht einfach nur gesteckt, Schrauben sind draußen weg. Der nächste Schritt ist, ihr braucht eine 13er Schlüsselweite mit einer kleinen Rätsche. Dann müsst ihr hier die Leitungen zum Ölkühler lösen. Das geht relativ einfach. Und sobald ihr die gelöst habt, einfach eine Wanne drunter stellen, weil da wird auf jeden Fall ein bisschen was rauskommen an Öl und an Kühlwasser. Die einfach vorsichtig rausdrehen. Am besten ist, ihr nehmt eine kleine Rätsche mit einem Schlüssel, kommt man relativ schlecht hin. 13er Nuss ohne Verlängerung, dann habt ihr die Schraube draußen und dann könnt ihr die Leitung vorsichtig abnehmen. Jetzt seht ihr, es läuft ein bisschen was raus. Das putzt man halt nachher weg. Jetzt würde ich sagen, machen wir bestimmt eine kleine Pause und dann geht es gleich weiter. So, jetzt haben wir hier in dem Fall Torx. In dem Fall eine E12. Wir haben hier unten eine Schraube relativ versteckt. Die habe ich euch jetzt schon mal vorgelöst. Nehmt am besten Rätsche mit Biegeverlängerung hier unten. Wenn die euch ein bisschen zu arg sich bewegt, dann umwickelt sie hier mit ein bisschen Isolierband. Ja, die Schraube haben wir bereits für euch vorgelöst. Wie schon gesagt, nehmt eine E12. Die zwei hier oben sind die nächsten. Wichtig ist hier, dass ihr euch da nachher vom Händler oder von eurer Werkstatt des Vertrauens, wenn ihr es selber macht, euch die Drehmomente holt, mit wie viel die wieder angezogen werden, dass das nachher auch dann ausreichend lang genug wieder dicht ist. Ich sage aber, dass diese Thematik, wenn ihr das Auto 2, 3 Jahre fahrt, genau wiederkommt, weil einfach durch die Temperaturunterschiede und die Belastung eben dieses Gummi irgendwann hart wird und dann halt eben nicht mehr 100% sauber dichtet. Ihr müsst aufpassen, da kommt ein bisschen Öl und ein bisschen Kühlwasser raus und es ist leider momentan noch relativ heiß, weil ich bin mit dem Fahrzeug erst gefahren. Und ebenfalls noch ganz wichtig, stellt eine Wanne drunter, sonst läuft euch das ganze Sach irgendwo in eurem Boden, auf eurem Boden rum, das muss nicht sein. So, jetzt haben wir das Teil ab. So sieht es jetzt aus. Jetzt geht ihr am besten hin. Ihr seht es hier schon, sie ist hier schon relativ verfressen und sie löst sich hier schon relativ arg auf. Das heißt, sie hat hier schon nicht richtig gedichtet. Jetzt holen wir schon einen kleinen Schraubenzieher. Am besten ist, ihr nehmt so ein. Dann fahrt er vorsichtig hier rein. Dann holt er die Dichtung raus. Manchmal ist es ein bisschen tricky, aber normalerweise kriegt man das hin. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. So, da haben wir sie. Wie ihr seht, sie geht relativ schwierig raus. Und ihr könnt es ja hier schon sehen, sie ist hier schon komplett abgenutzt und dichtet hier definitiv auch nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause. In der kleinen Pause werde ich das hier kurz in Ruhe putzen und dann legen wir zusammen die neue Dichtung ein und schrauben es wieder zusammen. Bis gleich. So, jetzt haben wir die Stellen soweit geputzt an beiden Teilen. Wir haben das hier sauber geputzt. Wir haben hier sauber geputzt. Und jetzt wollen wir uns einfach noch mal kurz den Unterschied anschauen von den beiden Dichtungen.
Wir haben hier die neue Dichtung, wir haben hier oben die alte Dichtung. Ihr seht den Unterschied deutlich, wo hier alles schon zusammengedrückt ist, wo einfach sich hier auflöst, Auflösungserscheinungen. Und sie ist auch nicht so biegsam wie die neue Dichtung. Jetzt nehmen wir ein klein wenig Öl, wo wir rumliegen haben. Damit geht er ein bisschen hier über die Dichtung, dass sie besser reinpasst. Dann nehmt ihr die Dichtung und setzt die Dichtung sauber ein. Wie schon gesagt, macht lieber langsam, guckt, dass sie richtig sitzt. Und jetzt seht ihr ja schon, wir haben hier einen Überstand. Davor waren wir komplett eben. Ja? Dann nehmt ihr das Gehäuse, nehmt die Schrauben, denkt dran, ihr habt drei Schrauben. Und dann setzt ihr dieses Gehäuse einfach vorsichtig an. Und dann setzt die Schrauben erstmal an, bevor ihr irgendwas festzieht. Am besten alle drei. Die unterste ist natürlich die schwierigste. Beim 1er zum Beispiel, also im E82 oder E88, ist es nicht ganz so einfach. Da ist der Bauplatz ein bisschen geringer mit der unteren. Hier geht es eigentlich, sobald ihr das, die Schläuche wegmacht vom Ölkühler. Jo, jetzt haben wir es angesetzt. Drehmomente, wie schon gesagt, holt am besten bei eurem Händler des Vertrauens und dann einfach die Schrauben anziehen. Da müssen wir euch jetzt eigentlich nicht mitnehmen, das sage ich, da machen wir jetzt noch mal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. So, also jetzt haben wir das Gehäuse wieder eingebaut. Als nächstes kommen die Leitungen hin vom Ölkühler. Habt ihr wieder die 13er Schlüsselweite, die Schraube mit der 13er Schlüsselweite. Jetzt am besten ein bisschen aufpassen. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, diesen Schlauch. Und wichtig ist, dass der hier nachher sauber eingefahren ist, sonst kriegt ihr den unten nicht ordentlich rein. Ja, wir nehmen euch jetzt trotzdem einfach mit, auch wenn es vielleicht nicht gleich auf Anhieb funktioniert, aber es passt auf Anhieb. Die Schraube einsetzen und dann, wie schon gesagt, guckt, dass ihr da unten richtig drin seid. Wenn ihr da unten nicht richtig drin seid, dann wisst ihr, was nachher passiert. Dann habt ihr da kompletten Ölverlust und das könnt ihr euch auf jeden Fall sparen. So. Ich habe vor, euch nachher noch ein Video zu machen mit Stärken und Schwächen, weil es doch so ist, dass die Autos doch einige Probleme bzw. ja, was heißt Probleme, Schwierigkeiten haben bzw. diverse Teile eben nicht immer sauber funktionieren. Bei diesem Modell hier ist es sogar so, dass da Upgrade-Lader verbaut sind. Das heißt, noch eine höhere Belastung wie Serie oder mit einem normalen Tuning. Ja, da möchte ich einfach nachher noch mal schon drauf eingehen und euch sagen, was die Autos für Probleme haben. Aber jetzt machen wir erstmal dieses Video hier fertig, machen hier fest. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich noch mal kurz. So, jetzt haben wir soweit alles geputzt. Am besten ist, ihr nehmt dann noch mal ein bisschen Bremsenreiniger, putzt soweit alles runter. Und dann noch eine Luftpistole. Dann wird es auf jeden Fall gut. Der nächste Step ist wieder die Ansaugung, die Verrohrung zum Luftfilterkasten, dass die sauber passt. Ist hier unten eine Nase, da am besten sauber einfahren. Dann nehmt ihr wieder euren Torx 20. Dann haben wir wieder zwei Schrauben. Wenn er richtig drin sitzt, dann fassen die gleich automatisch. Seht ihr sofort. Braucht ihr sonst nichts mehr machen. Dann schraubt ihr die fest und dann lasst ihr einfach das Fahrzeug geschwind laufen. Machen wir einen Probelauf, da gucken wir mal vorab, ob alles dicht ist. Und dann wäre eigentlich die Dichtung schon getauscht. Ja? So, wären wir soweit fertig. Dann würde ich mal sagen, machen wir kurz ein Probelauf vom Auto. In dem Fall nehme ich euch mal kurz mit. Schauen wir mal, ob alles dicht ist soweit.
sieht soweit schon mal gut aus. Mal schon unten schauen. Das sieht soweit super aus. Können wir wieder ausmachen? Passt, es sticht. Einwandfrei. So, jetzt euch nochmal vielen Dank fürs Video schauen. Ich mache noch ein Video Stärken und Schwächen vom N54. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Morgen und bis bald. Ciao.